Weihnachtslieder vom Oberdeck. Vier Hornisten des Leipziger Gewandhausorchesters bringen von ihrer rollenden Bühne aus ein wenig festliche Stimmung in die triste Corona-Zeit. An den Adventswochenenden spielen sie aus einem Bus heraus an öffentlichen Plätzen und vor Pflegeeinrichtungen. Im Moment können wir in unserem schönen Konzertsaal mit seiner tollen Akustik nicht spielen, was wir am allerliebsten täten. In der derzeitigen Situation freuen wir uns, für ein paar Leute mit ausreichend Abstand zu spielen. Man muss halt das Beste aus der Situation machen. Und Ihr Publikum? Ist da nach dem Mini-Konzert der weihnachtliche Funke schon übergesprungen? Vielleicht ist das der Einstieg dazu. Ich will auf jeden Fall schmücken dieses Wochenende noch. Und es macht auf jeden Fall, gibt Kraft und Mut. Die schönen Lieder, das hat schon ein bisschen das Herz aufgewärmt, fand ich. Für viele beginnt spätestens mit dem ersten Weihnachtsmarktbesuch die Vorfreude aufs Fest. In diesem Jahr aber fallen die entweder aus oder laden nur in abgespeckter Form zum Adventsbummeln ein. Während zu dieser Zeit üblicherweise weihnachtlicher Trubel vor der Nürnberger Frauenkirche herrscht, ist es dieses Jahr gähnende Leere. Immerhin, Lebkuchen gibt's und den Klassiker schlechthin, Rostbratwürste. In der ganzen Stadt sind aber nur einige wenige Buden verteilt. Die Nürnberger müssen ohne ihren weltberühmten Christkindlesmarkt auskommen. Ist traurig, aber ich denke, wenn man abends so hier ist und dann die Lichter, das weckt irgendwie was und das braucht man auch. Bundespräsident Steinmeier spricht den Deutschen zu Beginn der Adventszeit in einem offenen Brief Mut zu. So müssten die Bundesbürger in der Vorweihnachtszeit zwar auf vieles verzichten, aber wir können trotzdem voller Zuversicht sein, so Steinmeier. Denn die Fortschritte in der medizinischen Forschung geben Hoffnung, dass die Pandemie nicht dauerhaft unseren Alltag beherrschen wird. Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen, so Steinmeier in der Bild am Sonntag. Und auch wenn die Corona-Maßnahmen die Aussichten aufs Weihnachtsfest trüben, so kann wie hier in Magdeburg ein bisschen Lichterglanz die Adventsstimmung vielleicht ein wenig aufhellen.